Ist es nicht eigentlich so, dass die Rallye der Aktienmärkte auf der Annahme basiert, dass es in der Corona-Krise doch irgendwie einen Free Lunch gebe, dass das, was da durch die Notenbanken und Staaten passiert, ja wunderbar ist, weil es Liquidität ins System spült und deswegen kann man Party machen. Aber es ist eben wie beim Party machen, wenn man zu viel säuft, zu viel Alkohol trinkt, dann ist zwar die Party richtig schick meistens, aber der Folgetag ist halt nicht so toll. Da ist dann der eine oder andere Kopfschmerz dabei. Und genau das ist das Problem. Die Aktienmärkte feiern Party. Aber schauen wir uns doch mal an, was faktisch der Fall ist und was uns diese Party dann kosten wird. Das will ich im folgenden Video zeigen. Zunächst mal, wir haben jetzt 17 Billionen Dollar neue Schulden aufgenommen. Hurra! Neue Schulden heißt, dass man entweder diese Schulden bedienen muss, was bedeutet wiederum, dass man weniger Geld in andere Bereiche stecken kann, wie Straßenbau, Schulen, keine Ahnung was. Jedenfalls wird dieses Geld dann hinten raus fehlen. Und wir haben eine Expansion der Bilanzsumme der Notenbanken um 10 Billionen gesehen. Und das ist kein Zeichen der Stärke, sondern es ist ein Zeichen der Verzweiflung. Und eins ist eben auch klar, ohne diese Notenbanken, ohne diese Staaten, ohne diese immense Liquiditätszufuhr könnte man, wie Sven Henrik hier sagt, könnten sie praktisch die Finanzmärkte einpacken oder die Finanzmärkte könnten einpacken, denn dann würde das System wahrscheinlich kollabieren. Genau deswegen tun die Notenbanken das, damit das System nicht kollabiert und das System feiert dann Party, das eigentlich schon aus dem Ruder gelaufen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und klar, ich gönne jedem die Gewinne an den Aktienmärkten, ist ja kein Problem. Aber man sollte sich eben bewusst machen, auch als Privatanleger, dass das nur die Brotkrumen sind, die vom Tisch runterfallen. Die Großen sind es, die sich die dicken Stücke einverleiben. Und diese Brotkrumen, die werden dann noch richtig teuer werden, hinten raus, zumindest für ihre Kinder wahrscheinlich, denn die müssen die Zeche bezahlen. Denn nach dem vermeintlichen Free Lunch kommt eben die Rechnung. Da ist ein Wirt, der sagt, so, jetzt musst du aber bezahlen. Und wenn es sie nicht persönlich sind, dann sind es eben ihre Kinder. Und das sollte diese ganze Geschichte doch relativieren. Mir wird immer vorgeworfen, ich sei zu pessimistisch oder würde den Leuten den Spaß verderben, hat mich zum Beispiel einer angeschrieben und gesagt, Mensch, ich habe im März, bin ich bei meinem Bankberater gewesen und habe mir ein super tolles Portfolio da zusammenstricken lassen, bin dick im Plus und jetzt habe ich sogar eine Parkkarte, wenn ich da in der Tiefgarage parke. Das muss man sich ja mal vorstellen, wie kleinteilig die Leute dabei denken und letztendlich geht es um das Große und Ganze und mir geht es um das Große und Ganze und ja, man kann long gehen mit diesem Fatput, mit dieser Liquidität der Notenbanken, das kann jeder tun, das ist ja gar kein Problem und ich sage nicht, geht nicht long, sondern geht short, sondern ich zeige die Welt, wie ich meine, dass sie ist. Und wie ich meine, wie sie sich von dem Potemkinschen Dorf der Finanzmärkte nämlich unterscheidet. Ich beschreibe also den Unterschied zwischen der Realität, so wie ich sie wahrnehme, und den Potemkinschen Dörfern, die uns die Finanzmärkte vorspiegeln. Und nun kann man eben sagen, ja, aber es ist eine schöne Kulisse, die Potemkinschen Dörfer, und man geht long und verdient dabei noch Geld. Ist überhaupt kein Problem, habe ich keine Schmerzen mit. Aber es ist eben eine Abwägungssache, was ich tue, ob ich sage, dieses Kartenhaus fällt zusammen, dann gehe ich short, oder ob ich sage, das wird noch lange bestehen, weil die Notenbanken sind allmächtig, dann gehe ich long. Das ist eine Abwägungsfrage, die Sie selber treffen müssen, die ich Ihnen nie empfehlen würde, gehen Sie short, gehen Sie long, das nochmal klarzustellen. Jedenfalls, die Rechnung wird kommen für diesen Free Lunch. Und das ist das Problemchen an dieser ganzen Geschichte. Wir haben jetzt mal hier ein paar Notenbanker. 2018 sagte Janet Yellen, damals noch Fed-Chefin, die Schulden sind nicht nachhaltig, sind nicht tragfähig. Das Gleiche sagte Paul im Jahr 2019, der aktuelle Fed-Chef. Jetzt hat Paul dann im Jahr 2020 im Gefolge der Corona-Krise gesagt, nein, jetzt ist nicht die Zeit, um sich um Schulden Gedanken zu machen. Lagarde hat heute gesagt, wir sind nicht übermäßig besorgt um die Schulden. Und das zeigt natürlich, was da an Umdenken stattgefunden hat. Man kann gar nicht mehr anders und sagt jetzt, ja, wir machen uns keine Sorgen. Das ist an sich schon ein starkes Stück. Sorgen machen sich aber viele Firmen, zum Beispiel S&P Global heute, Ratingagentur, mit in der Nachricht, dass wir jetzt derzeit 1287 Firmen haben, deren Unternehmensanleihen auf der letzten Stufe von Investment Grade sind. Ein kleiner Pixar, ein kleiner Schubs und die sind Junk Bonds. Das ist die Zahl 1287, deutlich mehr
als auf dem Hochpunkt der Finanzkrise 2009. Da waren es nur 1028. Also wir sehen, dass auch die Unternehmen letztendlich im schlechten Zustand sind und dass man versucht, eben auch die schlechten Unternehmen zu retten, die eigentlich nicht mehr zu retten wären, wenn wir es mit einem freien Markt zu tun hätten. Und das Problem, dass wir es nicht mehr mit einem freien Markt zu tun haben, ist doch das, dass letztendlich die schlechten Unternehmen überleben und damit die Luft nehmen für neue, innovative, kreative Unternehmen, die besser wären, wo die Gelder, das Kapital besser investiert wäre. Das ist mein Punkt und nicht, dass ich Ihnen die Long-Gewinne nicht gönne, um das nochmal klar zu machen. Aber ich meine eben, es ist kein Free-Lunch, sondern das hat gewisse Folgekosten. Schauen wir uns nochmal an, was zum Beispiel auch die Bank of America da heute gesagt hat. Da sagt man zum Beispiel, die Märkte hoffen, dass die Fundamentaldaten wahnsinnig schnell sich verbessern oder dass sie bei B praktisch oder als zweiter Punkt, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielen, diese Fundamentaldaten. Aber wenn man in die Geschichte guckt, haben Fundamentaldaten on the long run immer eine Rolle gespielt. Und die Frage ist, wie weit man eben sich von dieser Realität entkoppeln kann, weil man sich darauf verlässt, dass die Notenbanken die ganze Geschichte schon wirklich retten werden. Wir haben ein Beispiel, zum Beispiel Norwegian, diese norwegische Fluglinie, die ja anders als die Lufthansa, da hat man seitens des norwegischen Staates die Investoren über die Klinge springen lassen und gesagt, ja, das ist dein Risiko, du hast Gewinne gemacht, du hast Dividenden kassiert, wenn die Sache schief geht, dann musst du halt eben auch die Rechnung zahlen. Anders bei der Lufthansa, da würden die Investoren ja ausgebailt, die jahrelang davon ganz gut gelebt haben vielleicht. Jedenfalls ist es so, dass die Aktienmärkte, wie hier Dirk Schumann schreibt, wie weit die sich von der Realität entfernt haben, zeigt sich, dass diese Norwegian jetzt ein neues Allzeithoch erreicht hat. Die Aktie von Norwegian, also dieser Fluglinie, wenn man berücksichtigt, dass das Unternehmen extrem viele neue Aktien auf den Markt gebracht hat, dann, wenn man das durchrechnet, hochrechnet, wäre das ein neues Allzeithoch. Es zeigt so ein bisschen, was hier der Fall ist. Hier ist ein Unternehmen, das praktisch platt ist, das gerettet werden muss, das möglicherweise keine Zukunft hat. Heute hat Boeing angekündigt, etwa 6.500 Mitarbeiter in einem ersten Schritt zu entlassen. Und man rechnet in Jahren nicht damit, dass sich der Flugverkehr auf dieses Niveau wieder einpendelt, in dem er vor der Corona-Krise gewesen ist. Also ein solches Unternehmen soll jetzt mehr wert sein als vor der Corona-Krise. Das zeigt schon ein bisschen, wie der Hase hier läuft. Es zeigt auch, wie der Hase in Europa läuft. Wir haben steigende Aktienmärkte heute, vor allem den DAX, gesehen. Auch der Euro ist gestiegen, weil die EU jetzt 750 Milliarden in die Wirtschaft pumpen will, 500 Milliarden als nicht rückzahlbare Schenkung, wenn man so will, 250 Milliarden als Kredite, und für diese Schenkung haften alle gemeinsam. Das ist das Wunderbare, und wer kriegt das Geld? Das ist vorwiegend Italien, Spanien, Frankreich, Polen und Deutschland. Es geht hier um diese 500 Milliarden Nicht-Kredite kriegt zum Beispiel Deutschland, weil es eben keine braucht, sagt man sich. Aber hier sehen wir mal die Reihenfolge dessen, was da der Fall ist. Kommen wir zu den Aktienmärkten. Ich hatte heute Morgen in meinem Video gezeigt, dass diese ganzen Gewinne, die zum Beispiel die US-Märkte hier der S&P 500 gemacht haben, praktisch darauf basieren, nämlich 163 Punkte in den letzten 16 Tagen, dass dann vor- und nachbörslich US-Zeit hier die Kurse nach oben gezogen werden. Wahrscheinlich, weil die Futures eben sehr illiquide sind in diesem Zeitraum und man mit wenig Aufwand dann die Märkte nach oben pushen kann. In der Kassa-Session ist das deutlich schwieriger, weil da viel mehr Volumen durch den Markt geht. Da kann ich nicht mal mit ein paar Futures-Orders so ein bisschen die Dinge manipulieren. Und wir sehen, dass dieses Muster, das gestern der Fall war, wie hier Bisburg zeigt, eigentlich typisch ist. Wir eröffnen dann hoch mit einem Aufwärtsgap, weil eben vorbörslich die Kurse gepusht wurden. Und dann sackt es tendenziell so eher ab. Wir starten also stark, um dann schwach zu schließen. Heute haben wir auch stark gestartet und sind dann zwischendurch doch deutlich mal runtergekommen. Und symptomatisch, was da eigentlich passierte, auch mit diesen Aktienmärkten, mit dieser Euphorie um den Impfstoff Moderna. Sie erinnern sich, am Montag eine massive Rallye, Billionen wurden da hinzugefügt zu den Aktienmärkten an Marktkapitalisierung, weil ein kleines amerikanisches, etwas zwielichtiges Unternehmen, um es mal vorsichtig zu sagen, eine Jubelmeldung in Sachen Impfstoff für Coronavirus herausgebracht hat. Jetzt sehen wir, dass der Aktienkurs untere Grafik tiefer ist als vor dieser Meldung. Und wir sehen in der oberen Grafik, wie die Insider, nämlich die Inhaber dieser Firma, dann schön dick verkauft haben, als man nochmal neue Aktien platzierte, dass also praktisch der gemeine Investor dann zugreift, wenn diejenigen, die Insiderwissen haben, verkaufen, und dass dieses Corona-Impfstoff
Medikament, was auch immer es dann sein soll, hups, nicht wirklich gut ist, wollte ich hier eigentlich ein anderes Bild zeigen, nämlich dieses hier von diesem jungen Mann, dass das nicht wirklich gut ist, zeigt ein konkretes Beispiel eines Menschen, der sich freiwillig für einen solchen Test dieses Stoffes von Moderna zur Verfügung gestellt hat, der herbe Probleme bekommen hat und darüber jetzt berichtet, der Aktienkurs deshalb nach unten gegangen. Insgesamt gilt, dass die Aktienmärkte nicht wirklich gestiegen sind, zumindest wenn man den sogenannten Value Line Geometric Index nimmt, also wenn alle Aktien zum Beispiel im S&P 500 gleichgewichtet wären und nicht die marktkapitalisierten oder die schweren Aktien, die also eine hohe Marktkapitalisierung haben. Kapitalisierung erinnert fast schon an den Major Rütting, der gestern mein Studio gekapert hat, ohne mein Wissen. Das möchte ich nochmal betonen, ohne mein Wissen. Jedenfalls sehen wir, dass der Geometric Line Value Index, dass der tendenziell in den letzten 23 Jahren nirgendwo hingelaufen ist. Das heißt, die Durchschnittsaktie in den USA ist nicht teurer geworden, ist nicht wertvoller geworden, sondern es sind die wenigen. Und der obere Graph zeigt den S&P 500. Das sind die wenigen Dickfische wie Amazon etc., die den Markt nach oben gezogen haben. Diesen Mann haben wir schon gesehen. Jetzt sehen wir diesen. Das ist der Donald Trump, der jetzt, und das ist der Grund für die Schwäche, die schon beim Nasdaq gestern so ein bisschen greifbar war, also bei den Tech-Werten, heute sich fortgesetzt hatte, weil er einen kleinen Disput mit Twitter hat, nachdem Twitter gesagt hat, also dieser Tweet von Sid Donald, der würde einen gewissen Faktencheck nicht bestehen, der sei eigentlich sachlich falsch. Erstaunlich, dass man jetzt erst auf die Idee kommt, da hätte es ja vielleicht die eine oder andere Gelegenheit gegeben, mal einen Faktencheck zu machen. Vorher ist nicht der Fall, es geht um die Briefwahl. Trump meint, dass er dadurch Nachteile habe und dass insgesamt er durch die sozialen Medien benachteiligt werde, kann ich nicht beurteilen, ob dem so ist. Jedenfalls hat dann kurz danach Pompeo, US-Außenminister, getwittert, also wir stehen für das freie Internet, solange es nicht in den USA ist, gell, da zum Beispiel in Hongkong, da sind wir sehr dafür, apropos Hongkong. Dann hat, und das hat die Märkte kurzzeitig mal ganz schön aus dem Konzept gebracht, eben Pompeo auch getwittert, dass er dem Kongress berichtet habe, dass Hongkong nicht länger autonom sei, und inzwischen faktisch zu China gehöre, wie Stand der Dinge sei. Das hat dann rechtliche Konsequenzen, wenn die Amerikaner da ernst meinen. Dann werden Hongkong massiv Privilegien entzogen, die es vorher jetzt seitens der Amerikaner genossen hat. Das wird dann ein wichtiger Punkt. Und hier ein Erfahrungsbericht, auf den ich Sie hinweisen möchte, bei Finanzmarktwelt, wo eine Person aus Hongkong, die direkt berichtet von den Demonstrationen, die zeigt, worum es da geht, für Finanzmarktwelt berichtet, aber anonym bleiben möchte, jemand aus Hongkong, eben gebürtig aus Hongkong, auf Englisch geschrieben, wir haben es dann übersetzt. Jedenfalls, das ist ein Bericht, den ich Ihnen dringend ans Herz legen will. Haben wir noch was? Nein, wir haben nichts mehr. Deswegen schauen wir uns die Charts an, meine Damen und Herren. Und dann gleite ich wieder auf die andere Seite, damit wir die vielleicht auch sehen können. Neulich bin ich ja mal ganz elegant davor gestanden. Was wir hier sehen, ist der S&P 500. Da sehen wir, dass der Index dann doch deutlich unter Druck gekommen war. Jetzt praktisch die ganze Zeit mit der 3000er Marke kämpft. Wir sehen Le Nasdaq, der aktuell bei 9315 Punkten handelt. Da also doch deutlich noch mehr unter die Räder gekommen ist, in Anführungszeichen. Heute ein Minus davor. Minus ist so ein schräges Zeichen für die Jüngeren unter Ihnen, die sich daran nicht mehr erinnern können. Das zeigt also, dass sozusagen mehr Aktien verkauft wurden, als gekauft wurden. Das gab schon lange nicht mehr, gell? Deswegen sage ich es extra nochmal an die Jüngeren. Die Älteren werden sich vielleicht so irgendwie dunkel noch erinnern können. Wir sehen den DAX bei 11.695, Crude Oil aktuell bei $33.33, wenig verändert, Yield zwischenzeitlich unter Druck, unter die 1.700er Marke gefallen, weil ja alles so bombig super toll ist, aber jetzt wieder über 7.000 und Euro ist aktuell bei 1.982, war schon über der 1.10er Marke, weil die Rettung so großartig ist, ja, diese 750 Milliarden, die EU hier beschließen will, das sei nochmal betont, das ist noch lange nicht durch, denn es müssen da alle zustimmen, der Europäische Rat muss zustimmen, also alle Regierungen und dann muss das Europäische Parlament da nochmal zustimmen. Der Europäische Rat muss einstimmig zustimmen, das wird also nochmal eine heikle Geschichte. Sei es drum, das ist ein kleiner Hinweis, there is no free lunch. Auch diese Party in den Aktienmärkten hat Kosten, ist eine schuldenfinanzierte Party und Schulden müssen irgendwann zurückgezahlt werden. Und wer säuft, hat am nächsten Tag Kopfweh, kann passieren. Schönen Feierabend, sage ich euch. Servus, ciao.